Heute für euch unsere 10 Gemüsesorten, die wir im Januar vorziehen. Das Ganze nach dem Intro. Dranbleiben, bis gleich. Moin und willkommen zurück. Ja, wie ihr eben gesehen habt, bei uns hat mittlerweile auch der Winter angefangen. Es schneit ab und zu ein bisschen. Aber jetzt erstmal natürlich zum eigentlichen Thema und das sind die Aussaaten im Januar. Wir unterscheiden im Januar zwei Aussaatarten. Zum einen sind das die Aussaaten, die wir jetzt ausbringen und dann recht früh in unser Gewächshaus hier einpflanzen bzw. in unsere Hochbeete, die wir dann mit Vlies abdecken. Und zum anderen haben wir dann unsere Kulturen, die wir jetzt aussehen, die dann aber erst nach den Eisheiligen, das ist ungefähr Mitte Mai, auspflanzen, weil diese recht frostempfindlich sind. Ja, kommen wir auch schon zu unserer ersten Kultur und das ist der Salat. Es gibt Salatsorten, die könnt ihr jetzt wunderbar vorziehen. Die sind recht frostunempfindlich. Ja, und nach 6 Wochen lassen die sich schon in unsere Gewächshäuser pflanzen. Bei uns hier seht ihr die Wintermarie. Den haben wir schon letztes Jahr hier ausgepflanzt. Der Salat, der wächst hier freudig, immer langsam vor sich hin. Und wir können hier wunderbar unsere Blätter abernten. Ja, wir geben dazu einfach 3 kleine Samen in unsere Saatplatte. Da müsst ihr natürlich schauen, das Ganze nicht zu doll mit Erde bedecken, denn Salat ist ein Lichtkeimer. Und ja, und wenn alles klappt, dann habt ihr nach 6 bis 8 Wochen hier so wunderbaren Salat, den man wunderbar ernten kann. Aber natürlich geht auch eine Direktsaat breitläufig einfach ins Gewächshaus und das schauen wir uns da drüben mal eben an. Und hier seht ihr die zweite Methode von uns. Wir haben hier einfach unsere Samen breit einfach ausgeworfen und die Pflanzen sind hier wunderbar während der kalten Temperaturen gekeimt und der Salat ist hier am Wachsen. Wir können natürlich jetzt hier den Salat als Babyleaf ernten. Oder wir vereinzeln hier nochmal unsere kleinen Pflänzchen, damit es richtig schöne große Salate werden können. Und jetzt zur Kultur Nummer 2. Nummer 2 hier, das ist der Blumenkohl. Ich habe mich dieses Jahr hier für 2 Sorten entschieden. Zum einen die Sorte Odysseus und die Sorte Erfurt. Das sind 2 frühe Sorten, kleinbleibende Sorten. Sie sollen recht schnell wachsen. Ja, und die sollen hier in 6 bis 8 Wochen schon in unser Gewächshaus einziehen. Erntezeitpunkt wird nach den Eisheiligen sein, so Ende Mai, Anfang Juni, wenn die Tomaten hier ins Gewächshaus einziehen. Ja, das ist unser Blumenkohl, Erfurt und Odysseus und nun zu Nummer 3. Ja, und die Nummer 3 im Bunde der 10 Gemüsesorten dieses Jahr für den Januar, das ist hier die Gemüsezwiebel Exhibition. Das Besondere an dieser Zwiebel, das sollen so richtig große, dicke Brummer werden von über 1 Kilo Größe. Ja, das Ganze habe ich beim Klaus gesehen. Klaus hat auch einen YouTube-Kanal unten verlinkt unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da mal rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ja, und da habe ich das auch gesehen. Gemüsezwiebel Exhibition. Bin ich sehr gespannt, was daraus wird. So, jetzt haben wir die Nummer 4 müsste das sein. Genau, Nummer 4 ist unser Porree. In dem Fall haben wir dieses Jahr die Sorte Hillary und Herbstriesen 2. Schauen wir mal, wie die so wachsen. Die sollen auch schon in 6 bis 8 Wochen in unsere Frühbeete einziehen. Das Ganze werden wir natürlich dann nochmal ein bisschen mit Vlies abdecken, falls dann die späten Fröste nochmal kommen. Und jetzt zur Nummer 5. Und die Nummer 5, das ist unsere rote Beete. In dem Fall haben wir hier wieder die ägyptische Plattrunde. Das ist eine richtig klasse rote Beete. Die wird kaum holzig, ist schossresistent. Ja,
Ja, und das Tolle ist, hier nach 6 bis 8 Wochen können wir schon aus dem Gewächshaus die ersten Babyleaf-Blätter ernten. Das sind die kleinen Blätter, die natürlich als erstes wachsen. Ja, und nach 3 bis 4 Monaten, da können wir dann schon die ersten Knollen ernten. Ein paar werden wir ins Gewächshaus pflanzen, ein paar gehen in die Hochbeete. Das Ganze natürlich abgedeckt mit Vlies. Wie gesagt, rote Beete mag die Kälte nicht. Rote Beete und zu Nummer 6. Das ist unser Kohlrabi. Wir haben hier 2 Sorten. Zum einen haben wir hier den Kohlrabi Superschmelz. Das sind so richtig dicke Kohlrabis. Die können bis zu 10 Kilo hier schwer werden. Wir konnten einen ernten letztes Jahr. Der hatte, glaube ich, 4,6 Kilo auf die Waage gebracht. Wirklich eine klasse Sache. Wird nicht holzig, bleibt butterzart. Kann ich euch echt nur empfehlen. Kohlrabi Superschmelz. Ja, und dann haben wir hier so eine violette Sorte. Das ist die Sorte Oblaro. Das ist eine violette Knolle. Ist auch schossresistent, bildet auf jeden Fall eine Knolle. Da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr das Gießverhalten dementsprechend anpasst, weil gießt ihr einmal zu viel, dann kann es sein, dass der so ein bisschen aufplatzt. Aber sonst eine super Sache. Hier Blaro und Superschmelz. Und zur Nummer 7. Unsere Nummer 7, das sind unsere Chilis. Genau genommen unsere Habaneros oder auch Capsicum Chinense genannt. Ja, hier muss man beachten, dass sie eine recht lange Reifezeit haben. Das kann mal 260 oder auch 270 Tage bedeuten. Ja, und wenn ich dann erst im März, April mit beginnen würde mit der Anzucht, ja, wann ernte ich da meine Chilis? Im nächsten Jahr, Januar oder Februar? Und das wollen wir nicht. Dementsprechend müssen wir natürlich unsere Chilis rechtzeitig vorziehen. Ich versuche dieses Jahr eine neue Anzuchtmethode. Schaut da gerne mal in diese Videos rein. Das läuft bis jetzt richtig super, klasse. Meine Chilis sehen richtig gut aus. Ja, unsere Chilis auf zur Nummer 8. Unsere Nummer 8, das sind unsere Auberginen. Ich bin der Meinung, Auberginen dürfen in keinem Garten fehlen. Man kennt ja dieses Ratatouille, frische Tomaten aus dem Gewächshaus. Dann eine schöne Zucchini und dazu die Auberginen. Das Ganze in den Backofen mit ordentlich Knoblauch und Olivenöl. Das ist so eine richtig klasse Sache. Deswegen bauen wir hier gerne die Aubergine Zora an. Die bildet richtig schöne dunkelviolette Früchte. Das Fruchtfleisch ist richtig klasse. Kann ich euch echt nur empfehlen. Natürlich gibt es nicht diese dunklen Sorten. Es gibt auch weiße oder auch weiß-violette Sorten. Da haben wir letztes Jahr mal eine gehabt von. Hier ein kleines Bildchen dazu. Das war auch eine klasse Sache. Aber die hat so ein bisschen länger gebraucht als die Zora. Mal gucken, vielleicht baue ich sie dieses Jahr auch nochmal an. Aber auf jeden Fall, die Aubergine Zora, die darf bei uns im Garten nicht fehlen. Ja, als vorletzte Kultur haben wir hier unsere Physalis oder auch Antenbeere genannt. Das sind diese kleinen Lampignons, wo dann diese kleine Beere drin ist. Das ist auch so eine leckere Sache. Teilweise schmecken die dann mal nach Ananas, habe ich das Gefühl, oder nach Pfirsich. Oder nach Melone, so nach Honigmelone. Richtig klasse Sache. Und weil man bedenkt, was so ein kleines Körbchen im Supermarkt kostet, ja, da macht es auch viel mehr Spaß, Physalis selber im Garten anzubauen. Ja, und wenn man sie dann mal angebaut hat, dann muss man zusehen, Ende des Jahres einfach Stecklinge abschneiden, ins Wasser stellen, wurzeln lassen, dann ab in die Erde, auf die Fensterbank und man braucht nicht mehr vorziehen, denn man hat schon kleine Pflänzchen, die haben dann ein bisschen Vorsprung, man kann früher ernten, das macht man jedes Jahr und das ist doch eine super Sache. Physalis anbauen und jetzt geht's zur letzten Kultur und los geht's. Ja, bei unserer letzten Kultur, da müssen wir nichts aussehen, sondern wir müssen sie nur austreiben lassen. Hier in dem Fall sind es Süßkartoffeln. Das sind Süßkartoffeln aus letzten Jahr von uns, die wir selber geerntet haben. Die habe ich kühl und dunkel einfach eingelagert. Ja, und die fangen jetzt an wieder auszutreiben und das ist ein gutes Zeichen, denn ich lasse jetzt schön wachsen, die neuen Triebe. Kapp sie dann irgendwann, stell die Triebe ins Wasser, lass sie wurzeln, ja, und steck sie in die Erde rein. Und wenn die Pflanzen dann wieder groß gewachsen sind, geht das gleich viel von vorne los. Wieder abkappen, wurzeln lassen, einpflanzen und so kann ich wunderbar meine Süßkartoffeln vermehren und sie nach dem Eisheiligen im Mai auspflanzen. Bei der Anzucht im Januar, da müssen wir natürlich eins beachten, denn das ist das Licht. Im Januar sind die Sonnenstunden noch so gering, dass es für die meisten Pflanzen noch nicht ausreichend ist. Deswegen kann ich euch hier empfehlen, die Pflanzen mit Leuchtstoffröhren zu beleuchten oder mit LED-Panels, wie ich es bei unseren Chilis mache. Es sei denn, ihr habt natürlich ein kühles Südfenster, was wunderbar beleuchtet ist.
Ja, das war es auch schon mit unseren Aussaaten im Januar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verziehe mich jetzt nach drinnen, denn mir ist ordentlich kalt. Ja, gerne einen Daumen nach oben. Tschüss.